Wie? Möchtest du mich eventuell zu deinem Mann nehmen? Hilfe! Was bist du für ein... Hey, was bist du eigentlich für ein Mann? So. Also kommt, es bringt ja alles nichts. Rein in die Olga. Rein in die Olga, Leute. Rein sie. Heute, meine Freunde, möchte ich mich mit Reef treffen. Mit Antonia. Da ist sie schon. Hey. Gottes Willen, ja. Das wird jetzt richtig aufregend für mich, ne? Mein letztes Minecraft-Date ist schon ein bisschen her. Da bin ich ganz ehrlich. Aus, hallo! Oh, hallo! Antonia! Schön, dich wiederzusehen! Antonia, wie geht es dir, meine Teuerste? Mir geht's sehr gut. Ich habe mir extra... ich will jetzt nicht sagen, dass ich extra für heute rausgesucht habe, mein Outfit, aber... Ja. Ich habe mir extra neue Schuhe gekauft. Ja. Warte, ich komme jetzt ganz kurz. Ich hoffe, die gefallen dir. Zeig mal, Antonia. Hier. Oh, wow. Sind das Balenciaga Speedrunner? Richtig! Oh, die stehen dir wirklich super. Dankeschön. Magst du mal kurz runterkommen? Ich muss mal ganz kurz... Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Der hat meinen Fuchs nach seinem Namen benannt. Petrit? Ja. Heißt der Fuchs jetzt Petrit? Nee, da ist jetzt Insta-Doppelpunkt. Ja, ich habe gute Neuigkeiten dafür. Ja, was denn? Ja. Komm ruhig mit mir. Okay, wir hatten ja ein Date verabredet vor dem Abend, ne? Richtig, genau. Genau. Ich brauche noch einen ganz kleinen Moment, ja? Okay, ich kann auch schon mal dort, ich kann auch da auf dich warten. Wo denn? Wenn du noch ein bisschen brauchst. Bei dir? Bei meinem Haus in der Nähe. Hast du gekocht? Ich habe gekocht, ja. Komm sofort mit das dir. Das freut mich. Ich muss dich, glaube ich, was fragen, Reefed. Ja? Jetzt? Nein. Nein, komm, wir gehen erstmal. Okay, ja, wir gehen erstmal. Das ist eins meiner ersten Dates tatsächlich. Ja, wir hatten ja schon mal eins. Das ist ja ein bisschen aus den Fugen geraten, ne? Das war ein bisschen, Achtung! Oh mein Gott, Revi, das schaff ich nicht. Doch, ich schaff's doch. Eine unglaublich starke Frau. Krass, dass du das schaffst, so direkt ganz runter zu springen. Ach, Revi, ich wollte einfach ein bisschen Mut vor dir beweisen, weißt du? Komm mit. Ja, ich freu mich. Weißt du, wo mein Haus ist? Ja. Ja, okay, ich war schon mal da, habe ich vorm Fenster gestanden. Habe ich geguckt, wie du... Stalken finde ich übel süß. Außer bei Petrit. Habe ich geguckt, wie du da geduscht hast. Ja, das ist süß. Ja. Also, willkommen in meinem Haus. Mhm. Ich habe hier was Kleines vorbereitet. Wow. Immer dem Weg lang. Ja. Oh, dem Rosen hinterher? Ja. Oh mein Gott. Ich habe gehört, das sind deine Lieblingsblumen. Oh mein Gott, ja. Ja, okay. Oh mein Gott. Ach nein, Antonia. Ich habe hier was Kleines aufgebaut. Hast du Kuchen gemacht? Ich habe Kuchen gemacht. Und nein. Dein Lieblingsessen, rote Beeren. Antonia, guck mal, was ich dabei habe. Rote Beeren. Oh, das ist ja toll. Ich wusste, dass es dein Lieblingsessen ist. Ach, aber da haben wir ja direkt zwei Portionen dann. Wollen wir zu... Ich mach mal... Ja, schön. Sehr schön. Oh! Huch! Schaut jemand? Nein, alles gut. Okay. Wollen wir ganz kurz die... Reef, wollen wir vielleicht ganz kurz hier vorne mal die Pandas uns angucken, bevor wir... Ja. Also. Panda La Merkel. Oh, wie süß. Wir haben hier noch Culture Pandela. Ja. Und irgendwo ist noch Nelson Pandela. Ist Achtung! Er? Achtung, Reef, ich beschütze dich! Ich beschütze dich. Was machst du? Ich muss die Phantome töten. Sie wollen nicht angreifen. Ich bin für dich da. Ich bin dein Held. Guck, wie mutig ich bin. Ich kämpfe gegen sie. Es sind so viele. Mega. Meinst du, ich darf heute Nacht bei dir übernachten? Ich glaube, es geht gar nicht anders. Oh, es ist so gruselig. Es ist schon so spät. Also wenn du da hätte ich ein ganz schlechtes Gefühl, wenn du jetzt alleine dann nach Hause läufst. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzten Tage ein bisschen nachgedacht wegen uns und so, weil es war ja auch ein bisschen, ich sag mal so, ein paar Tage waren ja ein bisschen schwierig. Ich sag mal so, wir hatten schwierige Zeit mit unseren Kindern, dann war natürlich immer noch die Sache mit dem heißen Dachdecke und so. Aber das haben wir alles hinter uns gelassen, ne? Oh, Creeper! Ich töte ihn! Ich hau ihn kaputt! Achtung! Boah, knapp! Mega! Ach, weißt du was? Komm mit, ich kauf dir was, komm. Wir gehen noch in Late Night shoppen, komm. Okay. Komm, der Spark wird sicherlich kein Problem damit haben. Ja, hoffentlich erlaubt es Spark. Was hättest du denn gerne? Boah, lass mich mal schauen. Ist aber schön. Darf ich mir jetzt aussuchen, was ich will? Ich kann dir... Möchtest du vielleicht ein paar Bottle of Enchantings haben? Sollen wir uns damit ein bisschen... Ich sag mal so, Revi, als hättest du meine Gedanken lesen können. Nein. Doch. Wollen wir die... Sollen wir sie später aufsparen? Wir können einfach unsere Sätze gegenseitig... Ach Mensch. Thunfisch, richtig. Beenden! Ja, richtig! Achtung, ich hebe dir den Weg hier lang. Ich hab richtig auch Hunger.
Wir haben ja jetzt auch schon hier, ist ja schon fast wieder morgen, ne? Habe ich Hunger. So, Kuchen gibt's. Ja, ich habe deinen Lieblingskuchen gebacken. Ah, ich muss mich, damit ich mich nicht bekleckere, ziehe ich mich nackelig aus, ja? Ja, same. Oh, lecky. Der ist ja lecker, der Kuchen. Und aufgegessen. Und da hat's aber auch viel Hunger. Oh, ja. Gut. Also, Reefed. Ich meine, es ist jetzt zwar schon Tag, wir haben die ganze Nacht wieder durchgefeiert und alles, ne? Ja. Magst du vielleicht kurz mitkommen? Ja, man kann ja immer kurz einen kurzen Nap machen, so. So einen Power-Nap, weißt du? Darf ich deine Katzen mal sehen? Darfst du meine Katzen sehen, ja? Schöne Glocke hast du hier. Dankeschön. Dein Glocken freut mich, dass dir meine Glocke gefällt. Kann ich mir deine Muschi hier angucken? Kannst du machen, ja. Ja? Das ja, ja. Das sind Katzen, ja. Aber das hier ist meine Lieblingsmuschi. Welche jetzt genau? Hier, die. Revi, das geht nicht. Sorry. Das finde ich ganz seltsam. Nein, das machen ja Katzen. Das finde ich komisch. Die riechen ja aneinander, aber weißt guck, du? Revi, ich mag dich echt gerne, aber solche Sachen lassen mich dann immer wieder zweifeln. Ja, nein, es tut mir leid. Ob du das wirklich auch ernst mit mir meinst. Ich meine es ernst mit dir. Ich weiß, auch wenn du wieder zu den Pandas willst, irgendwie, ich wollte nur gucken, mich da ich finde es so toll, dass du so tierfreundlich bist. Revi? Was? Verlass sofort das Haus. Wir haben hier gerade ein Date, Patrit. Schön für dich, jetzt nicht mehr. Hau ab, was Einbruch? Der Rumpel hat die Schallplatte. Raus, Revi. Patrick, ich hab jetzt wirklich keine Zeit. Verpiss dich jetzt hier. Das endet schlecht für dich, ich sag's dir. Ja, aber ich werde mein Ding jetzt hier durchziehen. Du kannst mich nicht dran hindern. Da, wo die Liebe hinfällt. Wenn du der Meinung bist, okay. Du darfst auch gar nicht in die Stadt. Du hast von der Stadt Verbot. Moment, Schatz, ich klär das kurz, ja? Leute, wo ist denn G-Time? Ah! Er will mich aufbringen. Stopp! Das ist aber nicht okay. Nee, ist gar nicht in Ordnung. Stopp! Nee, das finde ich nicht in Ordnung. Alter, ein Anschlag? Ich habe hier ein Date. Warte, ich helfe dir. Guck mal, jetzt mein ganzer Rasen hier. Ja, die Jungs immer mit eurer Prügeleien. Deswegen habe ich drüber nachgedacht, ob es vielleicht Sinn macht, einfach mal eine Zeit alleine zu verbringen. Nein, Reef, jetzt warte mal, Antonia, warte mal. Guck mal, alles war immer friedlich und schön. Und dann haben wir ein Date und plötzlich brennt mein halbes Grundstück. Ich tue das alles wieder. Meine Katze ist verstört, mein Grundstück brennt. Jetzt warte mal, Antonia, also bitte. Dann hätte ich halt wieder zurückgegeben. Guck, und Leute kommen auf einmal zu mir und klauen meine Musik. Was ist hier los? Kann mal bitte hier hin und guck mal, dass Patrick hier nicht rumläuft. Der wollte mich gerade umbringen, während ich hier gerade was Wichtiges machen wollte. Eine Entscheidung fürs Leben. Ich bin, ja. Reef, ich möchte dir was geben, okay? Ja. Bin auf dem Weg. Leroy, kannst du mal kurz den Channel verlassen, gerade ganz kurz? Okay. Antonia, warte. Revi, bitte lass die Katze. Ja, okay. Antonia. Das ist ganz komisch, wenn du Katzen schiebst. Antonia. Ja, Revi? Möchtest du mich eventuell zu deinem Mann nehmen? Ich, dein Mann? Also, nee, ich werde dein Mann und du meine Frau. Achso. Andersrum wäre auch okay gewesen, aber das ist ja noch schöner. Ich will! Antonia! Ja! Wir heiraten! Es ist offiziell! Oh mein Gott, ist das schön! Aber eine Sache, ja? Bitte nicht meine Katzen immer anfassen. Der hat da... Hör auf mit der Musik, Alter! Wer ist es? Der hat da hier die Friedhofsmusik angemacht. Ah! Hey! Stopp, meine Katzen sterben! Wer war das? Was passiert? Meine Katzen! Hilfe! Wo ist er? Wieso meine Katzen... Meinen Katzen geht's nicht gut. Revi, lass mich das Ganze nicht bereuen. Nein! Kevin, Early Boy, Hilfe! Was bist du eigentlich für ein Mann, Alter, der immer Hilfe suchen muss? Kannst du dich selber beschützen? Wo bist du, Revi? Ein Mann, der vorne heiraten will. Der will mich die ganze Zeit töten. Patrick, oder bei Reef oder wo? Patrick, sie hat Ja gesagt, wir sind verlobt. Ja, wenn sie Ja sagt zu so einem Mann, Alter, dann will ich auch nicht. Wir sind Reef, verlobt, du Loser! Mir. Du hast verkackt bei mir. Ist okay. Ich sag's mal so, ich sag dir meine Gefühle. Nee, du kannst mich auch nicht kaufen die ganze Zeit. Ja. Hör mir zu, ich mag dich, aber mit dir kommt so viel Trouble. Wo dann hin? Bin schon weg. Gehst du jetzt? Tonia, es war doch nur ein Witz. Hier bin ich. Okay. Nee, ich sag nur, also wenn ich dich störe, dann kann ich mich einfach in Luft auflösen, weißt du? Ja, ich möchte es doch gar nicht. Ich möchte einfach nur, dass du nicht so Trouble immer machst. Antonia, ich hab mir noch was für dich. Yes! Er brennt. Antonia? Ja? Schau hier. Ranstonia? Ranstonia lebt? Ranstonia lebte. Ich habe sie die ganze Zeit bei mir getragen bis zu diesem Moment, Antonia. Weißt du, was ich denn mit mir mitgetragen habe? Was ist denn das dann? Jetzt bin ich verwirrt.
Moment mal. Komm mal kurz mit. Also das mag jetzt vielleicht auf den ersten Moment etwas drastisch erscheinen. Ranstonia beschnitten ist nicht die echte. Petrit hat einen miesen Klon angefertigt. Ranstonia ist unser echtes Kind. Und deshalb... Ja? Es ist nicht die echte gewesen, keine Sorge. Es war nur ein mieser Klon. Alles gut. Es war nur ein mieser Klon. Aber du musst jetzt, du musst doch nicht verbrennen. Also Antonia, es war... Ich habe das jetzt 2 Wochen mit mir getragen. Ich habe auch Gefühle bekommen. Ja gut, ich habe jetzt halt ein Baby verbrannt. Ja, das war... Rivi, genau das ist der Punkt. Ich möchte jetzt hier nicht die erste Ehekrise machen, aber irgendwie, das ist so... Guck mal, sogar mein Fenster ist kaputt. Da ist er und hier alles Antonia, ich brenne ihn um. Ich bringe ihn um. Er wird uns nie wieder belästigen. Er ist an diesem ganzen Klamassel schuld, Antonia. Ich bin ein guter Mann, versteh mich nicht falsch. Ich weiß, dass du eigentlich gut bist, aber du suchst den Trouble. Nein, der Trouble sucht mich. Guck mal, schau mal, hör mal zu. Mein Leben, bevor ich dich geheiratet habe. Ich will jetzt keine Ehekrise, aber mein Leben, bevor ich dich geheiratet habe. Ich habe einen Garten, ich hatte meine Tiere. Mein Leben, nachdem ich geheiratet habe. Eine Katze ist tot. Überall brennt's. Ich habe ganz viele Leute auf meinem Grundstück. In meinem Haus sind brennende Pfeile. Meine Scheibe war eingeschlagen. Ja, aber das wird nicht alles bessern. Wir werden eine glückliche und zufriedene Ehe führen. Und du hast das Kind, auch wenn es fake war, getötet, was ich 2 Wochen mit mir getragen habe. Das war nicht cool. Es war ja schon tot, ne? Ja, trotzdem habe ich da Gefühle gehabt. Aber das ist dir alles verziehen, wenn... Antonia, es geht mir nur um unsere Zukunft. Wir kriegen das hin, okay? Ich weiß nur manchmal nicht, ob du es so ernst meinst, weißt du? Natürlich meine ich das ernst mit dir. Pff, Revi, Alter, wenn du das ernst meinst. Ach, Petrit, du ewiger Verlierer. Petrit, du bist der schlechteste Bösewicht, den es gibt. Und du wirst niemals meine Frau Antonia und mich trennen können, egal was du tust. Denn wir gehören zusammen, Petrit. Wir machen jetzt was, also ich habe zwar jetzt Revi geheiratet, aber wir machen jetzt trotzdem was kurz, okay? Nee, wir sind nicht geheiratet, wir sind verlobt. Wir sind verlobt, das ist schon was safe. Trotzdem möchte ich trotzdem mal ganz kurz gucken, einfach nur rein theoretisch, wer jetzt besser zu mir gepasst hätte. Theoretisch. Rein theoretisch, ja, hätte so. So, ich stell jetzt Fragen und hier, wenn ihr denkt, das ja, dann geht ihr hier hin, wenn ihr denkt, das nein, dann geht ihr hier hin, okay? Wir machen erstmal Allgemeinwissensfragen so ein bisschen über mich, okay? Ja. Mein Bruder ist Simon Unge. Aber Revi, du musst dich schon auch gescheit entscheiden, okay? Also, Petrit sagt nein. Also, Simon ist nicht mein leiblicher Bruder. Das heißt, Petrit hat jetzt einen Punkt. Ja. Okay. Ja, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ey! Stopp, Revi, stopp! Stopp! Ich spawn woanders, Ja, super. Ich kann kommen, das dauert nicht lange. 1 Minute. Och, Revi! Bitte, tu das nur für mich. Revi, kannst du verkraften, dass er gegen mich Armdrücken gewonnen hat? Antonia, okay. Er ist 27. Er ist schon fast. Leben ist vorbei. Antonia, ich habe einen Umsatz von 3 Millionen jedes Jahr. Ist okay. Revi, kommst du wieder? Ja. Nächste Frage. Ich bin minderjährig. Habt ihr beide recht. Hast du aber gerade gesehen, wer überlegt hat, ne? Okay, jetzt schwierige Frage. Mein richtiger Name ist Antonia. Der geht mir nach, der Arme. Ja, okay, ist richtig. Okay, noch eine letzte allgemeine Frage, okay? Ich komme aus Schleswig-Holstein. Oh, also quasi, wo du geboren bist? Mhm. Geboren. 1, 2, 3, 4, 5. Ich sag ja. Ist falsch. Okay, es heißt Gleichstand. Ja gut, aber die erste Frage wusste ich ja schon, das war ja auch klar. Kommst du aus Schleswig-Holstein, ja, ne? Nein, sie kommt aus Bayern. Nee, sie kommt aus Bayern. Aus Aschaffenburg. Ich weiß es. Nee, Gleichstand, Schimmer. Faustkampf, okay? Und los. Nee. Ich kämpfe nur gegen Leute auf meinem Kaliber, nicht gegen Schwächere. Ist okay, komm, besieg mich. Guck, jetzt ist doch fair, oder? Habt ihr toll gemacht. Also ich muss sagen, Revi, vor allem mit der letzten Frage, da konntest du dich nochmal auf jeden Fall beweisen. Dankeschön. Danke, Antonia, wirklich. Also ist das jetzt zwischen uns beiden amtlich? Das ist jetzt, richtig, ist amtlich. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Alter, was gerade jemand in den Chat geschrieben hat, das ist so böse, so lustig. Der hat einen ganz bösen Ort geschrieben, wo der angeblich wohnt. Das ist gar nicht nett. Nein. Aha, ja. Unglaublich. Alter, Antonia, ich bin so glücklich, ne? Guck mal, wie kreuz für dich umherspringe. Ich habe auch noch was für dich tatsächlich. Ja, was denn? Also, ich zeig's dir einfach, guck hier. Oh mein Gott, ein Ehrenring und ein Ehrering. Antonia, den werde ich ewig bei mir tragen. Und du auch meinen? Jetzt haben wir schon Ringe getauscht. Das müssen wir eigentlich dann erst bei der Hochzeit machen. Hätten ja auch Verlobungsringe sein können, weißt du? Antonia, möchtest du mich am Sonntag heiraten? Also, heute? Heute ist Montag, ja. Stimmt, heute ist Montag. Man merkt, ihr schlaft nicht.
sehr gern. Die Kathedrale habe ich noch gar nicht gesehen. Darf ich die schon sehen? Natürlich. Okay. Sie ist noch im Bau, aber ich habe sie extra für unsere Hochzeit errichtet. Ach Gott, Antonia, ich bin so unglaublich glücklich. Oh, Gottes Willen. Antonia, ich lasse alles hinter mir. Die ganzen Sorgen, den ganzen Stress. Jetzt, wo ich weiß, dass wir beide füreinander bestimmt sind. Die Prügeleien, keine Prügeleien mehr. Nein, natürlich nicht. Okay, keine Kinder mehr töten. Nein. Schau mal, Antonia. Wenn das Dach drauf ist, stell dir vor, wir beide schreiten hier vorne zum Altar. Hier sitzt die Hochzeitgemeinschaft. Irgendwo draußen vor einem Fenster im Regen steht Petrin und heult. Kannst du dir hier vorstellen, mir das Ja-Wort zu geben, sobald dieses epochale Bauwerk erbaut worden ist? Hier vorne, Antonia, können wir unser Kind taufen lassen. Also, mir gefällt's sehr gut. Wieso sind hier Kinder eingesperrt? Das sind die passen auf die Kirche auf. Ja, das hier ist Pfarrer Wieland, okay, ne? Ja. Wieso ist der so jung? Der ist kleinwüchsig. Das ist ein Kleinwüchsiger. Ah, okay, das ist kein Kind. Wirklich, ich finde es einfach unglaublich, dass wir verlobt sind. Ich bin sorry, wenn ich die Kirche sehe, da geht mein Herz auf. Meins auch. Also ist schon offen, aber es geht nochmal mehr auf. Antonia, ich muss jetzt leider gehen. Du hast wirklich Berge für mich bewegt, ne? Antonia, ich habe den kompletten Berg hier abgetragen, nur für die Kirche. Ich seh's. Antonia, ich muss leider los, aber weißt du was? Okay, ja? Ich teile alles, was ich habe, und zwar meine Reichweite auf Twitch mit dir. Antonia, es gibt einen Ehrenraid, verstehst du, was ich meine? Danke dir. Oh nein! Wir sehen uns tatsächlich Mittwoch erst wieder und dann wird die Kathedrale fertig gebaut, Leute. Antonia, 16.000 Leute, die deinen Chat auseinandernehmen. Da freue ich mich drauf. Nein, ich bedanke mich wirklich. Das ist, Ein Ehrenabo, ein Ehrenzap bei meiner Minecraft-Frau dalassen. Leute, ich bin verlobt. Ja. In Minecraft. Das ist schon toll. Tschüss, Leute, wir sehen uns Dienstag. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.